Es ist in unserem Inneren und es ist in jedem einzelnen Menschen, den wir treffen. Dieses Verbindende können wir Gott nennen. Nach etwa 30 Jahren spiritueller Forschung dämmerte es mir, dass mehr Besitz nicht die Antwort ist. Gott ist Gegenwärtigkeit, Gott ist Geist und Gott ist Liebe. Warum kämpfen oder hassen? Hass gehört nicht zum Islam. Es findet ein großer Kampf statt im 21. Jahrhundert, in dem diese Systeme dazu tendieren, das Individuum zu erdrücken. Das habe ich gelernt. Das Individuum kämpft immer irgendwie um die Freiheit. Die Gläubigen sind nicht das Problem. Es sind die Menschen, die glauben, dass Gott uns braucht, um ihn zu beschützen.